So, willkommen zurück bei Lightwave Guru, dem deutschsprachigen Lightwave-Blog hier auf oder bei YouTube. Und nachdem wir ja jetzt die ersten zwei Wochen so ein bisschen die Basics der interessanten Lightwave-Features in Sachen Bullet gezeigt haben, oder Bullet, wie man auch so schön sagt, ich sage lieber Ballet Engine, hört sich irgendwie lustiger an. Wurstfreunde, gehen wir jetzt in die nächste nette Geschichte, die Lightwave zu bieten hat, und das ist der Lightwave Instancer. Und dieser Instancer unterstützt einen dabei, um sozusagen Objekte zu referenzieren und sozusagen zu duplizieren, also zu vermehren. Und die Szene, die ihr seht, basiert auf dem Prinzip des Lightwave Instancers. Entstanden ist die Szene im letzten November, an einem trüben Novemberabend, habe ich mir das ausgedacht, wie man diesen Instancer benutzen könnte, und zwar im Rectangular Array Mode, um dann eine kleine Geometrie-Schlacht zu veranstalten, die halt schöne Bilder erzeugt, und das ist das Ergebnis, und alles basiert natürlich auf der Geometrie dieses Rings hier, die am Ende quasi passend abschließt, so dass man diese Ringkonstruktion auch in Y im Übrigen instanzieren kann und dadurch in allen Richtungen vermehren kann. Und das Ergebnis sind diese Art von Bildern. Und ihr seht ja schon hier bei dieser Szene sehr schön, wie er dann sozusagen in der Tiefe, in der Flucht instanziert. Da habe ich die Kamera mal extra so hingesetzt, dass man sieht, dass das alles instanziert ist. So, jetzt gehen wir mal hier aus diesem Preview-View raus. Wir befinden uns jetzt hier im Lightwave VPR-Renderer. Und hier seht ihr nochmal diese komplette Szene, wie sie gerade aussieht. Ich habe nämlich heute Morgen nochmal eingeladen, weil ich bin mittlerweile ein Stück weiter. Ich habe mal noch schnell hier sozusagen dieses Straßenmodul mit eingebaut, wo dann später automatisiert Fahrzeuge rumfahren können etc. pp. So zum Beispiel, und ich werde jetzt noch mal in den Perspective Mode gehen, um euch zu zeigen, wie das eigentlich in der Totale so aussieht, was man da so machen kann. Das ist nämlich sozusagen die größte Geometriewurst aller Zeiten, kleiner Spaß. Und wir gehen jetzt mal noch kurz mit dem Zoom raus, und dann zeige ich euch noch mal das komplette Rectangular Array, wo man alle 27.000 Instances sieht. So viel sind es nämlich. Das Objekt besteht nämlich, wie gesagt, aus, ich glaube, 7 Layern. Und jeder Layer ist in XYZ mal 30 instanziert, macht zusammen 27.000 Instanzen. So, jetzt zoomen wir nochmal rein, weil das zeigt auch mal sehr schön den VPR, wie er in Aktion arbeitet mit diesen Geometriemassen. Und wie ihr seht, das funktioniert einwandfrei. So, es ist jetzt circa, schauen wir mal, wie spät ist es? 7.58 Uhr. Draußen beginnt langsam die Sonne zu scheinen. Ich werde mir den Tag auf jeden Fall mit UV-Strahlung versüßen, damit ich nicht auf zu dunkle Gedanken komme. Ja, gehe also ein bisschen Skateboard fahren, schaue mir ein bisschen die Stadt an, in der ich gerade hier unterwegs bin. Und wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und probiert einfach mal den Lightwave Instancer aus. Ich werde jetzt nach und nach die verschiedenen Funktionen denn des Instancers erklären, so eine Szene nach der anderen. Und zwar werden wir das dann wieder an sogenannten Primitives oder Platonic Objects machen, damit ihr da durchseht. Also für die Beginner, dem Rest muss ich ja nicht erklären. So, dann macht euch wie gesagt einen schönen Tag, lasst euch gut gehen. Tschüss!